Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man ein gutes Brot erkennt und was ein gutes Brot eigentlich ausmacht. Als allererstes natürlich die Zutaten. Für mich persönlich reicht es da wirklich ganz puristisch dafür, hochqualitativ, sprich man braucht Mehl, Wasser, Salz, aus dem Mehlwasser dann natürlich Sauerteig und vielleicht ein bisschen Hefe. Das war's auch schon. Dann ganz wichtig eben viel Zeit, am besten noch Langzeitführung. Ich habe da schon ein Video mal dazu gemacht zu dem Thema. Ich verlinke es dir hier oben, kannst du dir auch gerne ansehen. Also wie gesagt, das Rezept könnte man jetzt sagen, sprich, dass die Zutaten passen, die Verhältnismengen passen, ist natürlich eine gewisse Grundvoraussetzung, dass wir danach ein gutes Brot haben und dass die Teigführung auch spitze ist. Ich habe hier heute ein Roggenbrot, sprich oder auch ein Roggenmischbrot, könnt ihr hier sehen. Anhand von diesem Brotes zeige ich jetzt euch, was bei mir quasi ein gutes Brot ausmacht. Und beginnen wir mal wirklich außen an der Rinde, an der sogenannten Kruste. Ihr seht hier, die ist hier relativ dunkel gebacken. So mag ich das, so liebe ich das, so muss das sein. Für alle, die jetzt sagen, ich mag lieber helles Brot, ganz kurz aufpassen, bei einem dunklen Brot habt ihr viel mehr Aromastoffe, viel mehr Röststoffe, die nachher dann noch in das Brot mit reinziehen. Sprich, dunkel gebackenes Brot schmeckt einfach intensiver. Das bedeutet einfach für mich besser. Und zusätzlich, was man auch nicht vergessen darf, ist, wenn die Kruste zu hell gebacken wird oder auch viel zu dünn ist, dann habt ihr, könnt ihr euch vorstellen, wie so einen ganz dünnen Schutzmantel, der das Brot relativ schnell austrocknen lässt. Wenn ihr hingegen eine dunkle Kruste habt, die eine gewisse Stärke hat, dann ist das eher wie so ein dicker Schutzmantel, der die Feuchtigkeit im Brot behält und dadurch habt ihr ein langes Brot, ein Brot, das euch lange saftig hält, so wollte ich das sagen. Also für mich wichtig, dicke, dunkle Kruste für mehr Geschmack und Saftigkeit. Dann geht es gleich weiter mit dem Innenleben, mit der Krume. Also das außen heißt Kruste, das, was wir hier in der Mitte sehen, nennt sich Krume. Die soll natürlich schön saftig sein, damit das Brot schön lange saftig hält. Soll schön elastisch auch sein, nicht klebrig sein. Sprich, wenn ihr eine Scheibe runterschneidet, soll das weder am Messer toll kleben, noch sollte man so, sage ich mal, diese Trockenkrümeln haben. Sprich, wenn man hier so hinübergeht und da würden viele Brösel runterfallen, das nennt sich Trockenkrümel, die wollen wir natürlich auch nicht haben. Also zum Thema Krume, schöne Lockerung soll sie haben, saftig soll sie sein und nicht trocken und dann haben wir ganz viel Freude mit dem Brot. Ein gutes Brot soll natürlich auch hervorragend riechen, da wie gesagt stehe ich mir persönlich wieder eben auf diese Röstaromen, wenn man die hier so riecht. Es ist einfach einzigartig, versucht es das mal. Und wenn wir hier diese Krume riechen, einfach mal so ein bisschen drauf drücken auf das Brot, dass die Aromen raufkommen. Herrlich. Versucht es das mal. Ich sage immer, das ist ganz spannend zum Thema Geruch, weil doch viele ja immer zum Thema Wein übergehen. Das sage ich jetzt immer dann ganz frech. Der Wein entwickelt sich zwar im Duft, aber Brot hat zum selben Zeitpunkt immer mindestens zwei Düfte. Wieso? Die Kruste, in dem Fall jetzt herrlich röstig, viele Röstaromen und dann die Krume entgegen. Ein wahres Säurepotpourri mit leicht, sage ich jetzt mal, grünen Noten zum selben Zeitpunkt. Also das finde ich persönlich einzigartig. So soll es für mich ein Brot sein. Man kann natürlich auch noch verschiedenste Brotgewürze drin haben und. Aber ich spreche jetzt eben von diesem ganzen puristischen Brot mit wenigen Zutaten. So soll das sein, so macht das Spaß. Weiter geht's mit dem Geschmack, was natürlich das um und auf ist, aber Achtung, viele verwechseln oft Geruch mit Geschmack, weil ihr dürft nicht vergessen, schmecken können wir da tatsächlich mit der Zunge nur die 5 Grundgeschmacksarten. Schaue ich mal, ob ich die jetzt vom Besten geben kann, nichts vergesse. Süß, sauer, salzig, umami und bitter, das ist alles, was wir mit der Zunge nur schmecken können, den Rest riechen wir. Das kommt quasi, wenn wir kaum beißen, ausatmen, so retronasal durch die Nase durch und da glauben wir eigentlich, dass wir es schmecken, aber eigentlich riechen wir das. Aber wie soll jetzt so ein Brot schmecken? Natürlich wieder, jeder hat verschiedenste Geschmacksarten, verschiedenste Geschmäcker. Ich mag das eben mit Sauerteig, so harmonische Säurenoten. Salzgehalt muss unbedingt stimmen. Zu viel Salz ist sehr nervig im Geschmack. Zu wenig Salz zieht einen förmlich etwas aus den Gaumen raus. Das passt auch nicht. Also sprich, Salzgehalt sollte passen. Die Säure sollte schön harmonisch sein, nicht zu spitz und auch nicht zu wenig. Die sollte sich da ganz gut eingliedern.
Und so soll für mich eben das perfekte Brot schmecken. Und zu guter Letzt, wir haben ja jetzt ganze Zeit von dem ganzen Brot gesprochen, Kruste, Krume, Duft, Geruch. Aber was für mich noch ganz wichtig ist, ist die Wertschöpfungskette. Darf man nicht vergessen, denn was bringt mir das beste Brot der Welt, wenn es vom letzten Eck der Welt kommt sozusagen und extra zu mir gebracht wird? Mag ich persönlich nicht, sprich auch zu einem guten Brot gehört für mich die Wertschöpfungskette, sprich von wo kommt der Rohstoff her, von wo kommt dieser qualitative Rohstoff her, am besten aus der Region und nicht vom letzten Eck der Welt, macht für mich keinen Sinn. Dann wie wird das gebacken, wo wird das gebacken, wird das jetzt industriell hergestellt oder mache ich mir das selbst zu Hause mit Liebe quasi oder von der Handwerksbäckerei, ist für mich persönlich auch ganz, ganz wichtig, wie das Brot eigentlich hergestellt wird und von wo die Zutaten kommen. Und dann all das in sich zusammen, nochmal kurz zusammengefasst, Rohstoffe, von wo kommen die her, wie wird das hergestellt, passt das Rezept, Langzeitführung, schöne dunkle Kruste, viel Aromen, saftige Krume, super Duft, super Geschmack, das ist für mich das perfekte Brot und so soll das für mich sein. Jetzt bin ich aber auch schon gespannt, was dein Lieblingsbrot ist, beziehungsweise was macht dein Brot zu Hause zum perfekten Brot, wie du es gerne hättest. Schreib mir das gerne in die Kommentare, da bin ich echt schon gespannt auf die unterschiedlichen Geschmäcker von euch. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir doch gerne ein kostenloses Abo da, ein Like da und dann würde ich sagen, oh, ich habe eins vergessen, hört euch noch diese Kruste an, das ist für mich nämlich auch wichtig, eine schöne Kruste im Brot, Achtung! Herrlich! So muss die Kruste sein und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!